Na, Junge. Ja, ist versuchen wir es nochmal. Du kannst irgendwie schwer atmen, oder, Kollege? So, dann klicken wir uns mal fix durch. Okay, es muss sein. Sorry. Puh, meine Güte, warum machst du es uns denn nur so schwer? Warum legt er sich auf den Boden? Du kannst dich auch hinstellen, mein Freund. Du trägst nur Handschellen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Keine Sorge, ich mache dir die Fesseln gleich wieder ab. Meinst du, wir können versuchen, uns ein wenig in deinen Erinnerungen umzusehen? Ich würde sie lieber dran lassen. Ach, hier hat er jetzt schon Zugang aufgebaut, ja? Entspann dich. Ich werde dir helfen, Junge. Ich habe in deiner Akte gelesen. Du bist in Manhattan aufgefunden worden. Du bist nicht der Einzige. Weißt du das? Versuch dich zu erinnern, was vorher geschehen ist. Ihr kriegt mich nicht. Wer? Wer kriegt dich nicht? Irgendwie komme ich hier raus. Wo bist du? Sieht aus wie ein Lager. Ein altes Armeelager, ein Depot. Soweit war ich auch schon. Es ist gefährlich hier. Ich muss abhauen. Ist jemand bei dir? Nein. Ich muss das Tor aufbekommen. Wir haben nur ein Messer. Ich finde gerade merkwürdig, Cliff hatte vorhin zu Ray gesagt, Blablabla, wegen irgendwas, ich knall dich ab. Und er hat gar keine Waffe einstecken, sondern bloß ein Messer. Gut, wir schauen uns hier mal um. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Eine Flagge. Warum sollte er das mitnehmen? Warum? Na gut, wird seinen Sinn haben, aber ich find's ein bisschen unlogisch. Eine alte Batterie. Ja, neu sieht sie nicht mehr aus, das stimmt. Hä? Wo hat er das? Hä? Ich hab doch bloß auf Zurückgehen geklickt. Wo ist jetzt die Flasche hergekommen? Na gut, ein Kabel. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Ansonsten scheint es hier nichts mehr zu geben. Gut. Dann können wir auch mal hier diese Ecke verlassen, dieses Depot. Und gehen zum Haupttor. Okay. Schiebetür. Hinein. Und hier haben wir einen Kanister. Ich glaube, wir müssen einen Wagen zum Laufen bringen. Wir haben Sprit, wir haben Kabel zum Anlassen. Und wofür ist die leere Flasche, ist die Frage. Und die Fahne verstehe ich auch noch nicht so ganz. Aber wir haben erstmal Zeug, um das Nötigste am Wagen zu tun. Kette. Verdammt, das ist fest verschlossen. Ich müsste es irgendwie aufbrechen. Tja, fragt sich wie. Können wir noch irgendwo hin? Nope. Sieht schlecht aus. Gut, dann wieder zurück zum Treibstofflager. Ich frage mich, in was für eine Ecke wir hier sind. Also es passt überhaupt nicht zu dem, was wir gerade eben erlebt haben. Es ist irgendwie anders. So, was haben wir hier? Hauptplatz. Ach, der Hauptplatz. Okay. Dann gehen wir mal zum Hauptplatz. Nein. Dann gehe ich nicht zurück. Auf okay. keinen Fall. Wohin gehst du nicht zurück? Auf das Gelände hinter dem Lager. Warum nicht? Zu gefährlich. Da warten ein paar Verrückte auf mich. Verrückte? Ja. Ich gehe nicht zurück. Ich muss das Tor aufbekommen. Merkwürdig. Aber hier gibt's sonst nichts mehr. Hier ist bloß dieser Riesenpfeil. Ach halt! Da! Geh mal schneller hin. Was haben wir denn hier? Schlauch. Ein uralter Feuerlöscher. Aber der Schlauch sieht noch ganz brauchbar aus. Dann pack ihn ein. Ach so. Messer. Okay, ich habe ihn. Supi. Gut, ich weiß bloß nicht, wofür wir den gebrauchen können, den Schlauch. Ach. Natürlich, um das Benzin... Nein, oder? Um das Benzin ins Loch zu kriegen? Das ist aber ein bisschen sinnlos irgendwie. Das hatten wir. Das hatten wir schon.
Tja. Können wir vielleicht irgendwie die Batterien wieder... Eine alte Batterie. Irgendwas muss es ja mit den Batterien auf sich haben. Der Kanister ist leer. Können wir den Schlauch vielleicht mit der Batterie benutzen und die Säure rausholen? Nein. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz... Ach so, hä? Ja, Schlauch sicher nicht, nee. Kanister sicher auch nicht. Okay, wir haben noch nicht das, was an die andere Ecke ran muss. Ich verstehe bloß noch nicht so ganz, was wir jetzt aufladen wollen oder was wir jetzt in Gang setzen wollen. Wagen kommt dann eigentlich schon mal nicht in Frage so richtig. Ich nehme an, den Schlauch brauchen wir dann, um es in den Kanister reinzufüllen. Ich will gerade mal, es fällt sicher auf, ohne Hotspot hier versuchen zu arbeiten. Einfach um so ein bisschen dieses Point-and-Click-Adventure-Feeling aufkommen zu lassen. Es ist ja heutzutage wirklich doof, dass man immer, man wird auch dazu verleitet, wenn man dieses Ding hat, sofort zu gucken, wo es weitergeht oder wo man noch was anklicken kann. Manchmal ist es ganz nützlich, wie vorhin, als wir noch die Taschenlampe holen wollten. Die Schublade, da hätte ich ewig nachgesucht. Aber es ist auch manchmal ziemlich doof, weil es einem das Ganze schon viel zu leicht macht wieder. Was denkt ihr denn so darüber? Würde mich mal interessieren, was die Welt davon hält. Strom! Ich habe Strom gemacht. Da ist noch Strom drauf. Ach ja. Leere Flasche, Messer, Flagge. Brutzeln wir mal die... Hey, du solltest schon hier dabei bleiben. Brutzeln wir mal die Flagge. Schade, nicht. Ich finde es übrigens ein bisschen blöd, wenn man hier draufklickt auf einen Gegenstand und dann auch verwenden gehen will, wenn er in dem Moment verschwindet und man dann einfach auf Gegend verlassen drückt oder irgendwie sowas. Finde ich ein bisschen unpraktisch gemacht. So, haben wir hier vielleicht noch was? Es geht alles bloß darüber mit dem Pfeil. Da haben wir eine weitere Sicht auf das Ganze. Das haben wir. Hier geht's noch ein Stück rüber. Ach so, da kommen wir bloß wieder hier hin. Okay. Fass. Drücken. Ach bitte, Junge, beweg dich ein Stück schneller, Cliff. Los, Cliffhanger. Ob der Typ Hänger heißt mit Nachnamen? Okay. Ich rolle erstmal die leere Tonne vor das Tor. Das ist aber eine ganz schöne Schlaftablette, oder? Was hast du jetzt davon? Verdammt, das ist fest verschlossen. Ich müsste es irgendwie aufbrechen. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was die Tonne hier soll. Ach so, okay, Öffnung. Die kriegen mich nicht. Ich sprenge dieses verdammte Tor in die Luft. Alles, was ich brauche, finde ich hier. Okay. Er will es sprengen. Das geht nicht. Schade. Können wir vielleicht irgendwie... Nein. Gut, dann nicht. Also er will das Ganze sprengen. Ich nehme an, er will die Benzindämpfe in dem Fass zum entzünden. Das wird wahrscheinlich darüber gehen, dass wir einen Funken mit der Batterie auslösen. Die Frage ist, wie kriegen wir die Batterie darüber? Eigentlich tragen, ja gut. Aber was hat's mit den Schläuchen auf sich? Ich dachte, wir können die ja vielleicht reinstecken und dann dran nuckeln, dass die, das Benzin auf die zwischen die Klemmen läuft und mit dem Funken da dran entzündet sich dann das, was wir auf die Batterie gekippt haben und der Brand geht dann bis ins Fass rein, dass das explodiert und wir stehen daneben. Oder so. War jetzt zu kompliziert gedacht, oder? Tja, wir haben ja aber nichts anderes. Also die Kette will er wegsprengen. Gut. Ich finde auch interessant, dass die alle verfolgt werden und möglichst heimlich entkommen wollen, aber alle kein Problem damit haben, einfach mal mit einer Pistole ohne Schalldämpfer zu schießen oder was in die Luft zu sprengen oder so, weil das ja überhaupt nicht aufmerksam macht auf sich, ne? Hier hoch können wir auch nicht. Nein.
Ja, ich sehe es schon wieder kommen, dass ich gleich wieder den Hotspot benutzen muss. Und ich will nicht, ich will gar nicht. Ich habe jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, deswegen. Wir müssen doch hier noch irgendwas haben. Ja, auf dem Dach wahrscheinlich nicht, denn da wird er nicht hinkommen. Ah, hier. Komm, geh mal schneller. Was ist das denn? Tankdeckel. Aha, das soll der Tank von irgendeinem Wagen sein? Okay. Gut, dann können wir jetzt hier natürlich die Schläuche ansetzen. Und den leeren Kanister mit dem Schlauch benutzen, um den Kanister zu füllen. Jetzt haben wir einen vollen Kanister. Tja, und den können wir jetzt, ich glaube, das können wir ja lassen, oder? Da ist noch Benzin drin. Das ist schön. Dann verwenden wir noch die Flasche und können die auch noch füllen, das ist supi. Da ist noch Benzin drin. Immer noch. Gut, dann gehen wir erstmal zurück, füllen das in das Fass rein, falls wir das machen sollen. Und dann gehen wir nochmal hin. Tatsächlich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, es irgendwie fernzuzünden. Gut, jetzt haben wir natürlich noch eine gefüllte Flasche, aber gut, die lassen wir dann einfach mal da, wo sie ist. Vielleicht können wir ja nochmal hier was sammeln. Kann ja nicht schaden, ne? Tatsächlich. Jetzt ist der Kanister wieder voll. So, und wir müssen irgendwie die Autobatterie hier rüberkriegen. Da ist noch Strom drauf. Mhm. Das geht schon mal nicht. Das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwas. Ach so, wir können vielleicht die Flagge in Brand setzen, tatsächlich. Nein, doch nicht. Schade. Und mit dem Messer hier irgendwie überbrücken geht auch nicht. Dann fehlt uns noch was. Würde ich ganz kühn behaupten. Und ich will es ohne Hotspot schaffen. Ich will. Ja, ich komme immer wieder hier drüben raus, aber nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann vielleicht nochmal hier. Ich wüsste nicht, wo jetzt hier noch großartig was sein soll. Das Ding haben wir schon ausgeschlachtet. Halt. Ah nein, das ist bloß, dass wir wieder zurück können, okay. Ja, ansonsten ist ja nichts. Wir brauchen was, das wir im Brand stecken können. Würde ich so behaupten wollen. Die Batterie entzündet es uns und wir... Tja, ich habe keine Ahnung. Ich ziehe das jetzt durch ohne Hotspot. Das ist mir jetzt egal, ob das noch Stunden dauert. Zumindest für diese Szene hier, für diese Erinnerung. Haben wir hier nicht gerade noch... Ja, haben wir. So, vielleicht haben wir hier doch noch irgendwo was. Das führt uns bloß in die Ecke zurück. Hier ist das. Hier ist sonst nichts mehr hier oben. Und hier drüben ist bloß der Pfeil, um nach draußen zu gehen. Ach, blöd. Hier ist uns aber auch nichts mehr. Das haben wir. Hier geht's bloß in die andere Richtung. Ach nee, das ist bloß... Ach. Da willst du nicht mehr hin, ne? Nein. Auf keinen Fall. Geht klar. Tja. Dann habe ich keine Ahnung. Halt. Ach so, das war dann für hier drinnen. Ja, okay, das bringt mir gar nichts. Wieder zum Haupttor. Hier muss es doch irgendwas geben. Vielleicht müssen wir noch irgendwas ins Benzin reintun hier. Können wir... Ach! Ich habe eine Idee. Aber es funktioniert nicht. Wir müssten eine Spur... Ach so. Halt, nicht damit, sondern... Genau. Streichholz. Schön. Wir bauen uns mit der amerikanischen Flagge einen Molotow-Cocktail.
So gefällt mir das. Und dann können wir den Molotow-Cocktail hier entzünden. Ach, wunderschön. Gewitzt. So, dann pack mal ein. Aber steck's nicht in die Hosentasche. Und dann burn, baby, burn. Ach so, shit, wir müssen erstmal hier hin. Jetzt aber burn, burn, burn. Ich hab's geschafft. Ich sprenge das Tor jetzt auf. Ja. Du hast dir Sprengstoff beschafft? Nein. Ein Fass Benzin und einen Molotow-Cocktail. Ich habe nur einen Versuch. Ich möchte behaupten, dass das normalerweise nicht in die Luft sprengen würde, sondern dass einfach nur das ganze Feuer fangen würde, weil kein... Ja, genau. Weil kein Druck drauf ist auf der ganzen Sache. Das kann einfach Feuer fangen und dann abbrennen.